Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu 7 nützlichen Lifehacks, die dir in Minecraft weiterhelfen. Nummer 7. Hast du dir ein geiles Banner gecraftet, aber du möchtest mehrere haben, doch du hast einfach nicht genug Ressourcen? Dann kannst du einfach in jeder Werkbank oder direkt in deinem Inventar dein gewünschtes Banner kopieren. Das geht ganz einfach, indem du dein gewünschtes Motiv mit den Ursprungsfarben deines Banners kombinierst und zack, ich habe 16 neue Banner, obwohl ich nur ein Original habe. Nummer 6. Bist du auch immer extrem davon genervt, wenn du in dein Haus gehen möchtest, aber dich verfolgen irgendwelche Monster bzw. direkt Creeper und überraschen dich am besten auch noch mitten in deinem Lagersystem und alles explodiert? Hilfe! Dann gibt es den ganz einfachen Trick, hier Blitzableiter hin zu platzieren, denn so kommen keine Monster durch. Aber man selber kann immer noch vor den Creepern fliehen, aber wie man sehen kann, der Creeper bleibt einfach stehen und passt nicht durch. So braucht man keine Türen platzieren, aber hat einen super geilen Eingang. Nummer 5. Hast du wieder fleißig Wasser mit deinen Schwämmen entfernt und jetzt hast du einen nassen Schwamm und du möchtest nicht ewig lange warten, bis die nassen Schwämme in dem Ofen wieder getrocknet sind? Dann gehe einfach durch das Nether-Portal deines Vertrauens und platziere deine nassen Schwämme im Nether. Wie du siehst, die nassen Schwämme werden automatisch getrocknet und du kannst sie sofort wieder abbauen und mitnehmen. Das geht auf jeden Fall deutlich schneller als der Ofen. Nummer 4. Wasserfahrstühle sind ja unfassbar nice, nicht wahr? Mit einem Wasserfahrstuhl kann man deutlich einfacher an die Oberfläche zurück als mit einer Leiter oder sonstigen Möglichkeiten. Aber einen Wasserfahrstuhl zu bauen, indem man Wassereimer für Wassereimer setzt, ist viel zu anstrengend. Daher gibt es auch hier einen super einfachen Trick. Nämlich kannst du einen Wasserfahrstuhl sogar auch nur mit einem einzigen Wassereimer bauen. Dafür musst du einfach ganz oben deinen Wassereimer platzieren, heruntertauchen, deinen Seetank platzieren, deinen Seetank wieder abbauen und voilà! Dein Wasserfahrstuhl ist fertig und das nur mit einem einzigen Wassereimer. Nummer 3. Bist du wieder fleißig am Grinden, aber deine Werkzeuge gehen bald kaputt und du möchtest noch sehen, wie viele Blöcke du noch abbauen kannst? Dann drücke einfach F3 plus H. Jetzt kannst du im Chat auch schon lesen, dass die erweiterten Schnellinfos sichtbar sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt einfach in unser Inventar gehen und uns die Goldschaufel angucken, sehen wir, dass wir noch genau 8 von 32 Haltbarkeit haben. Das bedeutet, ich kann jetzt noch 8 Blöcke abbauen, bevor diese Goldschaufel kaputt geht. Das ist super praktisch, wenn du deine wertvollen Netherite- oder Diamantenausrüstungen nicht verlieren willst. Nummer 2. Wir alle wissen doch, dass Steintreppen verdammt teuer sind. Ich meine, come on, was ist das? Aus einem Stack Bruchstein bekomme ich nur 40 Treppen. Da gibt es doch einen deutlich besseren Weg. Oder nicht? Tatsächlich ja. Wenn du dir jetzt dieses Bruchstein sparen möchtest, kannst du einfach zu einer Steinsäge gehen, deinen Stack Bruchstein platzieren und du bekommst aus einem Stack auch einen Stack Treppen raus. Das bedeutet, wir machen aus 6 Bruchsteinen auch wirklich 6 Treppen, anstelle von 6 Bruchsteinen zu 4 Treppen umzuwandeln. Egal ob man gerade seine Welt neu angefangen hat oder auch im Late Game ist, es ist immer gut Ressourcen zu sparen. Und kommen wir zum letzten Lifehack. Plünderung 3 auf dem Schwert zu haben ist schon verdammt geil, nicht wahr? Vor allem, wenn man gegen Wither-Skelette kämpft, um sich die Wither-Schädel zu besorgen. Aber leider muss man ja damit immer in den Nahkampf und riskiert, auch gekillt zu werden. Doch tatsächlich bekommt man den Plünderungs 3-Effekt auch, wenn man das Schwert in der Offhand hält und mit dem Bogen schießt. Somit kann man sich auch bei dem Bogen oder zum Beispiel bei der Armbrust den Plünderungs 3-Effekt sichern. Also wenn das nicht mal praktisch ist, denn so kann man aus sicherer Entfernung die Mobs angreifen, ohne dass man selber groß gefährdet wird. Besonders praktisch, wenn man noch keine gute Rüstung hat. Und das waren 7 nützliche Lifehacks, die dir in Minecraft weiterhelfen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, ich würde mich riesig über Feedback freuen, aber das war erstmal alles, was du über Minecraft wissen musst. Für heute.